Heute mit dem Thema Erdbeeren schneiden. Ihr könnt, wenn ihr die Erdbeeren gewaschen habt, vorsichtig abtupfen und dann kann man oben mit der Spitze vom Küchenmesser direkt unter dem grünen Strunk den grünen Strunk abschneiden. Manchmal muss man mit der Spitze ein bisschen vorsichtig so ein, 2 mm in die Erdbeere reingehen. Manchmal ist der Strunk so leicht, dass man ihn sogar rausziehen kann. Dann könnt ihr die Erdbeere nehmen und halbieren oder vierteln, je nach Größe und je nachdem, wie ihr sie für euch haben wollt. Natürlich kann sie auch im Ganzen hingelegt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Erdbeerfächer zu machen. Dafür nimmt man die ganze Erdbeere, legt sie auf ein Brett und ungefähr alle 2-3 mm würde man die Erdbeere einmal durchschneiden. Aber wichtig dabei ist, dass kleine Scheiben entstehen, die oben am Strunk aber zusammengehalten werden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und denkt dran, die ersten Erdbeerfächer, ja, meistens schneidet man durch. Das ist aber nicht schlimm. Viel Spaß euch, eure Sandra.